Hallo ihr Lieben, ihr seht richtig, heute gibt's was auf die Lippen. Und zwar habe ich mich schon vorgeschminkt, sehr dezent, denn ich möchte heute ein natürliches Make-up und dazu habe ich einen Lipgloss, den ich euch vorstellen möchte, von Arabesque aus München. Ich kannte die Make-up-Marke noch nicht, ihr vermutlich schon, und ich hatte das große Glück für Pink Melon. Die Seite kennt ihr vielleicht. Wenn nicht, ich verlinke sie euch nach unten in den Kommentaren. Für Pink Melon also durfte ich diesen Lipgloss testen. Und ich trage den euch jetzt mal mit euch gemeinsam auf. Okay, mein Spiegel. So. Also mit einem Applikatorschwämmchen, üblich bei einem Gloss. Trägt sich toll auf. Er sieht nicht nur aus wie Pfirsich, er schmeckt sogar ein bisschen wie Pfirsich. Also die Besonderheit an dem Gloss ist, er soll langanhaltend sein. Ja. So, also ich finde, der sieht wunderschön aus. Man kann den auf dem normalen Lippenstift auch auftragen, um mehr Volumen für die Lippen zu bekommen. Oder so wie ich jetzt ganz einfach als Gloss, um einfach einen ganz natürlichen Lippenschimmer zu haben. Ich finde, das sieht echt toll aus. Was meint ihr? Okay. Wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt, vielleicht über die Inhaltsstoffe oder über die Farbtypen, weil Arabesque hat, ich habe ein bisschen recherchiert im Internet, ganz tolle Farbeinstufungen, so nach Sommertyp und Wintertyp. Ich bin ja eher der Wintertyp und deswegen passt diese Farbe, die Farbe Nummer 90, bei mir perfekt. Ja. Dann schaut einfach mal auf meinem Blog vorbei, da berichte ich euch noch ein bisschen mehr über Arabesque, diesen Lipgloss. Ich freue mich auf euch. Ciao.